Moment, ehe es zu einem meiner liebsten Onsen-Orte geht, haben wir vorher noch einen anderen Spot besucht. Nämlich Kawaba, ein Ski- und Snowboard-Resort nicht so weit von Tokio entfernt. Man fährt gerade mal 2,5 Stunden dorthin, denn das beliebte Ski-Resort liegt in der nahegelegenen Gunma-Präfektur. Mein Mann war ein paar Stunden snowboarden und ich habe mit Shiori so lange das Gelände unsicher gemacht und ein wenig im Schnee gespielt. Danach war es Zeit, Mittag zu essen. In dem kleinen Städtchen Numata am Fuße der Berge gibt es einige Restaurants. Uns war heute nach Tonkatsu und das Restaurant Tonkatsu Kaneju sollte nach Empfehlungen das Beste in der Gegend sein. Und das kann ich bestätigen, das Tonkatsu-Menü war wirklich sehr gut. Danach ging es direkt weiter nach Kusatsu. Die Fahrt von Numata nach Kusatsu dauert um die 3 Stunden rum. Die Strecke ist sehr schön. Es gibt auf dem Weg einiges zu sehen, wie ein Schloss für Hochzeiten im britischen Stil oder einen Damm mit Ashiyu an der Raststätte. Und bevor man Kusatsu erreicht, fährt man über die Melody Road. Dies sind Straßen, die feine Rillen im Asphalt haben, die bestimmte Töne von sich geben, wenn ein Auto mit einer konstanten langsamen Geschwindigkeit darüber fährt. In diesem Fall ist es die Melodie des Onsen-Städtchens. Auch dieses Jahr übernachteten wir wieder im Ryokan Yutaka, das absolut familien- und besonders kinderfreundlich ist. Es gibt einen großen Aufenthaltsraum mit Spielecke und sogar das Onsen ist kindergerecht gestaltet, mit extra Wannen für Babys, eine Menge Spielzeug und Babybetten im Umkleidebereich. Zudem befindet es sich nur ein paar Minuten zu Fuß von Yubatake entfernt, dem Zentrum und Symbol Kusatsus und ein absoluter Touristenmagnet. Der unverwechselbare Duft von Schwefel liegt in der Luft. Das heiße Wasser steigt direkt aus der Quelle zur Oberfläche auf und wird durch eine Reihe von Holzrinnen geleitet, wodurch sich das Wasser abkühlt, aber seine natürlichen mineralischen Bestandteile behält. In Kusatsu wird die größte Menge an Quellwasser von allen Onsen Japans gewonnen. Das Wasser soll dank hoher Temperatur, die rund 55 Grad beträgt, und des hohen Säuregrades gegen viele Beschwerden helfen und besonders gut für die Haut sein. Aus diesem Grund sind Onsen-Gegenden generell besonders beliebt bei Personen, die eine schwere Krankheit oder Operation hinter sich hatten. In der Nacht wird Yubatake beleuchtet und man kann Besucher im Yukata herumspazieren sehen. Auch im tiefsten Winter, denn keine Sorge, man kann sich überall aufwärmen bei den Ashiyu. Vom Yubatake aus kann man direkt zur Netsunoyu-Halle spazieren und das Yomomi verfolgen. Dabei kühlen Onsen-Angestellte das Wasser ab, indem sie es zum Rhythmus eines Volksliedes mit Holzbrettern rühren und schlagen. Im Stadtzentrum findet man außerdem mehrere kostenlose öffentliche Onsen-Bäder. Oh Mann, die Bewohner Kusatsus müssen wirklich eine sehr weiche Haut haben. Was einem in Kusatsu auffällt, ist die Tatsache, dass einem überall deutsche Wörter begegnen. Sei es, dass der Bahnhof wirklich Bahnhof heißt,
ein Café Gute Reise oder ein Weg Romantische Straße. Dies rührt daher, dass das Örtchen damit einen deutschen Arzt ehrt. Erwin Belz galt in der Medizingeschichte als Entdecker und Erforscher noch unbekannter Erkrankungen in Ostasien. Belz brachte außerdem die deutsche Medizin durch seine langjährige Tätigkeit als Arzt und Professor in Tokio zu hohem Ansehen in Japan. Auf seine Initiative hin wurden die Quellen von Kusatsu zu dem heute erfolgreichsten Kurort in Japan ausgebaut. An der nordwestlichen Spitze Kusatsus befindet sich ein Skigebiet. Allerdings ist hier vor einigen Jahren ein Vulkan ausgebrochen und es wurden dabei auch Menschen verletzt, sodass der obere Teil des Ski- und Snowboard-Geländes Richtung Bergspitze nun gesperrt ist. Und man kann seitdem nur den unteren Bereich nutzen, der sich aber allerdings sehr gut für Anfänger eignet. Von dort aus kann man einen gemütlichen Spaziergang Richtung Hyubatake machen und kann durch den Saino-Kawara-Park schlendern, durch den das warme Quellwasser fließt und bei einigen Ashiyū zu kleinen Pausen einlädt. Wir waren bisher fast jedes Jahr einmal in Kusatsu und es haben sich einige Ecken, besonders die Shoppingstraße, geändert. Ach, I like this one. This is so cool. Konnichiwa. Es haben viele neue Läden eröffnet, was richtig toll ist. Bis auf den Verlust meines geliebten Sengoku-Ladens, der Rilakkuma weichen musste. Was ein Verlust. Es gibt unter anderem einen sehr beliebten Puddingladen, der verschiedene Geschmäcker verkauft. Ich habe mich hier für Yoru-Yubatake entschieden. Das war super lecker und sah so hübsch aus mit dem blauen Jelly. Ich kann das Örtchen wirklich sehr empfehlen. Es ist nicht so weit weg und hat wirklich tolle Hotels und Ryokan zu bieten. Ich muss auch sagen, dass mir Kusatsu von der Qualität des Quellwassers am besten gefällt. In der Nähe soll es auch noch einen Zoo mit Kapibaras geben. Das haben wir aber leider zeitlich nicht mehr unter einen Hut bekommen. Und deshalb haben wir es uns für das nächste Mal vorgenommen. Wart ihr schon mal in einem Onsen oder wollt ihr das auch gerne mal während einer Japanreise machen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!